Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Dadi Luther King Box von Dardan. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Dadi Luther King von Dardan, das Ganze am 17. August erschienen. So sieht das aus. Bevor wir die Folie abnehmen, haben wir hier noch einen Sticker, den wir uns kurz durchlesen werden. Und zwar lesen wir hier DLK, also Dadi Luther King Boxinhalt. DLK Part 1 plus 2. Das Ganze wurde ja damals auf zwei Parts veröffentlicht, auf Spotify zum Streamen. Hypnotize EP, Hallo Deutschrap EP, A Cappella CD, Schlüsselanhänger, Brusttasche, Polaroid-Bild, Stickerset, Wendeposter und T-Shirt. Also jede Menge Inhalt. Dann öffnen wir das Ganze mal und am besten ja, hier aufschneiden. So, und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier eine Box und es erinnert sehr stark von der Optik an so eine alte VHS-Kassettenbox. Und hier kommen sogar die Kassetten schon raus. Also wir haben hier auf der Vorderseite, sieht schon sehr verbraucht und sehr abgegriffen aus von der Optik, Dardan, Dadi Luther King in Blau und Pink hier stehen. Dann haben wir hier diese Spirale, das Logo von Hypnotize, also dem Label. Hier unten nochmals DLK. Hier kommen, wie gesagt, schon die Videokassetten raus. Also viele von euch werden das vielleicht gar nicht mehr kennen. Ich bin Jahrgang 92, also ich bin durchaus noch mit Videokassetten aufgewachsen. Und dann haben wir hier hinten auch wieder DLK, Dardan, Dadi Luther King zu lesen, Barcode und die Credits. Gut, das Ganze eine reguläre Klappbox, geht dann hier auf der Seite auf. Dann kommt uns einmal hier entgegen die Brusttasche, das T-Shirt, Hallo Deutschrap, die A Cappellas zum Album. Das dürfte dann das Album an sich sein. Ein kleines Schächtelchen, da wird wohl der Schlüsselanhänger drin sein. Dann haben wir diese Polaroid-Aufnahme inklusive Unterschrift. Einen Sticker, zwei Sticker, drei Sticker und ein Poster. Von innen die Box glatt weiß. Machen wir mal zur Seite und nachdem hier diverse Sachen noch eingepackt sind bzw. eingeschweißt, werden wir mal hier die Folie abmachen. Also einmal hier. Dann haben wir das Shirt. Und die Brusttasche. Wie immer starten wir mit dem Album an sich. Das Album kommt inklusive Bonus-EP hier in so einem Pappschuber mit so einem Riss hier in schwarz gehalten. Auch hier wieder diese Spirale von Hypnotize. Auf der Rückseite haben wir Credits, ansonsten hier nichts weiter zu sehen. Und auf der Ober- und Unterseite lesen wir dann hier noch Dardan, Dadi Luther King Part 1 plus 2 und Hypnotize EP. Gut, den Pappschuber machen wir mal zur Seite. Als erstes kommt hier die Hypnotize EP entgegen und natürlich das Album an sich. Also, das ist das Album an sich, kommt in einem Standard-Schulcase. Dadi Luther King lesen wir hier in Pink und in Blau. Also das Pinke war Phase 1, das Blaue dann Phase 2. So sieht das aus. Auch hier lesen wir wieder Dadi Luther King in Pink und Blau. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und zwar haben wir hier insgesamt 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Nemo, Luciano, Capital Bra, Nemo, Sesh, Chess, Chess ist das, UFO 361,
Patron und Darren Brown. Okay, hier links auch nochmals Dardan abgebildet. Dann schauen wir mal hinein. So sieht das aus. Wir haben hier die einzelnen Tracks aufgelistet, inklusive der Infos, wer daran beteiligt war, wer das Ganze produziert hat. Sehr schön. Und wir haben hier so diverse Einblicke, also ein altes Telefon, Super Mario, eine Yu-Gi-Oh! Karte, in dem Fall der blauäugige weiße Drache. Sehr schön. Die guten alten Zeiten. Donuts, Basketball, US-Dollar. Also jede Menge Sachen hier zu sehen. Dann haben wir die Credits und eine Danksagung. Sehr umfangreiche Danksagung. Und zum Abschluss nochmal das Logo von Hypnotize. So, die CD sieht so aus. Und zwar ist das auch wieder auf zwei Parts aufgeteilt. Wir haben hier einmal CD 1, Part 1. Und dann haben wir CD 2, Part 2. Da die Luther King lesen wir hier nochmals. Dann haben wir mit dabei die Hypnotize EP. Hier sehen wir Dardan mit Karl Kani Latzhose. Ebenfalls ein Standard Jewel Case. 9 Tracks, das ist echt eine Menge für eine EP. Also, so sieht die aus. Jawohl. Also, hier haben wir dann noch diverse Features mit dabei. Und zwar haben wir einmal ein Feature von Nate57 und Patron. Ansonsten, ja, dann haben wir hier noch ein Feature von Jubin und Joni. Hier nochmals Patron. Und das war's soweit. Hier noch die Credits. Schön gemacht. Also, dass die Bonus-EP hier wirklich in einem Standard-Jewel-Case kommt. Gut gemacht. Und auch hier noch ein extra Booklet dabei. Das sieht man sehr selten. So sieht die CD aus. Rückseite blank schwarz. So, also diese beiden kommen in diesem Pappschuber hier. Dann haben wir mit dabei die Daddy Luther King A Cappellas. Diese kommen dann in einer Papphülle, in einem Digisleeve. Ungewöhnlich, meistens gibt es dann die Instrumentals mit dabei, aber hier in dem Fall kein Instrumentals, dafür eben A Cappellas. So sieht das aus. Und dann haben wir noch dabei die Hallo Deutschrap EP, wobei man sagen muss, das waren ja einige Tracks damals, das waren 16 Tracks, also EP, ich würde das echt als Album mehr oder weniger bezeichnen, Bonusalbum. Und zwar war das der erste richtige Output von Dardan. Also Hallo Deutschrap ist aus dem Jahr 2017, im Mai 2017 ist das erschienen. Und es ist das erste Mal, dass das jetzt wirklich in physischer Form vorhanden ist, denn es gab es ja damals nur als Download. Freut mich sehr, wenn es auch nur in der Papphülle ist, aber endlich auch physisch. So sieht die CD aus. Hallo Deutschrap. Und das Ganze in einem Digisleeve. Dann haben wir ein unterschriebenes Polaroid, also so als mehr oder weniger Autogrammkarte hier. Hier lesen wir, Dardan hat hier unterschrieben mit goldenem Schrift. Mit goldenem Stift, sehr schön. Also ich glaube, das Polaroid ist bei allen gleich, aber die Unterschrift natürlich verschieden. Ich habe auch schon welche mit silbernem Stift gesehen. Je nachdem habt ihr dann vielleicht auch eine andere Farbe, vielleicht auch schwarz oder rot. Dann haben wir mit dabei 3 Sticker. Einmal diesen hier quadratisch, was läuft, einen kreisrunden Hypnotize-Sticker und dann noch einen quadratischen Hypnotize Entertainment. Das ist ja das Label, bei dem Dardan unter Vertrag ist. Dann haben wir ein Poster mit dabei. So sieht das aus. Einmal hier Dardan mit Tommy Jeans Oberteil. Und auf der Rückseite nochmals Dardan in Kappa Sportanzug. Trainingsanzug. So sieht das aus. Also das Poster beidseitig bedruckt. Und beide Seiten im Hochformat. Dieses kleine Schächtelchen hier, schwarz-gold, so sieht das aus. Und hier befindet sich dann der Schlüsselanhänger drin. Sehr edel gemacht, dass man das Ganze hier nochmal mit Schaumstoff ausgekleidet hat.
Sehr schön gemacht. So sieht der Schlüsselanhänger aus. Also wir haben hier Dardan mit einer Krone abgebildet und es dürfte wohl rote Marlboro sein. Hier gerade eine Zigarette am Herausnehmen mit gelber Nike-Jacke. Und auf der Rückseite lesen wir Hypnotize Mafia. Dann haben wir mit dabei noch eine Umhängetasche. So sieht die aus, auch hier wieder mit Hypnotize Logo und Schrift. Relativ dünn das Ganze, aber dafür jede Menge Reißverschlüsse. Also wir haben hier drei Reißverschlüsse am Start und hier halt diverse Möglichkeiten, Sachen hier einzustecken. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein großer Träger von solchen Umhängetaschen und wenn, dann bevorzuge ich welche mit etwas mehr Volumen und etwas mehr Stauraum. Aber es ist eine nette Sache. Kann man sich auf jeden Fall geben. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch, wie so oft, ein Shirt mit dabei. Und zwar sieht das so aus. Wir haben hier unten einen Aschenbecher, in dem gerade eine Zigarette ausgedrückt wurde. Hypnotize lesen wir darauf. Dann haben wir hier das Gesicht, den Kopf von Dardan mit Hypnotize Augen. Sehr schön. Und wir haben einen Backprint. Hier haben wir einen Drachen und eine nackte bzw. halbnackte Frau. Sie trägt hier ein Oberteil. Und dann lesen wir hier japanische Schriftzeichen. Und zwar steht hier Charlie Raffaello in japanischen Schriftzeichen. Das Ganze in schwarz und weiß gestaltet. Und wir haben es bei diesem Shirt zu tun mit einem Gildan Softstyle Größe L. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus, wir schauen uns das Ganze nochmal kurz im Detail an, wie das aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit dem schwarzen Aufdruck, hier auf der Brust der Kopf von Dardan und darunter eben der Aschenbecher. So sieht das aus, relativ schlicht gehalten, in weiß und schwarz. Ich muss ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht ganz mein Fall. Also ich würde jetzt nicht gerade mit einem Shirt rumlaufen, wo ja so ein Männerkopf und so ein Aschenbecher drauf ist. Vielleicht seht ihr das anders, aber ansonsten, der Backprint gefällt mir echt gut. Und zum Abschluss fassen wir einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann dieses kleine Schächtelchen hier inklusive des Schlüsselanhängers. Der sieht so aus. Dann die Umhängetasche, Hypnotize Entertainment Umhängetasche. Das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat. Die drei Sticker, zwei quadratisch, einer kreisförmig. Das unterschriebene Polaroid. Hallo Deutschrap im Digisleeve. Die Dardy Luther King Agapellas im Digisleeve. Hypnotize EP im Standard Jewelcase. Und natürlich das Album an sich, Dardy Luther King, ebenfalls im Jewelcase. Und diese kommen in diesem Pappschuber. Jede Menge Inhalt. Und das alles in dieser wunderbaren Box, Dardy Luther King von Dardan. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dardan unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing, passt auf euch auf, ciao.